Ja, wir befinden uns hier am Bahnhof Hoya, dem Betriebsgelände und Zentrum der VGH Hoya Verkehrsgesellschaft. Es ist Freitag, hier fährt aktuell kein Zug. Die Busse fahren ein und aus. Und die Güterwaggons stehen auf ihren Schienenparkplätzen. Hier hinter mir steht eine VT41, nicht betriebsbereit, so wie es aussieht. Hier stehen noch einige Busse der VGH. Ja, und ansonsten herrscht hier romantische Kleinstadtstimmung. Dahinter befindet sich der Busbahnhof, der Zopp von Hoya. Und in dieser Richtung geht es nach Hassel und Eistrup über die Weser. Wie schon in anderen Videos erwähnt, wollen ja die Anlieger, Kommunen und Landkreise in die Strecke investieren. Gott sei Dank, man hat ja gesehen, wie viel Güterverkehr diese Strecke zum Beispiel ab Hoya, Smurfit-Kappa Richtung Eistrup auffangen kann. Dasselbige wünsche ich mir auch im Personenverkehr. Das käme auch der Stadt Hoya zugute, die dann endlich eine weitere vernünftige Anbindung hätte für den Schülerverkehr, aber auch für das örtliche Gewerbe, um mehr Pendler aus Richtung Bochhausen-Vilsen oder Eistrup hierher zu bekommen. Leider gab es vom LNVG, also dem Land Niedersachsen, dazu noch keine positive Meldung. Diese Strecke bleibt also weiterhin zumindest im ÖPNV unberührt. Ja.